Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Referenzen anschauen, die wir in C++ als Alternative zu Pointern einsetzen können. Und dann zeige ich mal direkt, was denn eine Referenz bedeutet. Wir erstellen uns hier ganz gewohnt eine Variable auf dem Stack, eine Int-Variable, wo 42 drin steht. Und anstatt jetzt eben einen Pointer auf diese Variable zeigen zu lassen, können wir eben eine Referenz bilden. Und wichtig ist eben hier dieses kaufmännische Und, was wir wiederum beim Typen angeben können. Und das bedeutet jetzt, dass dieser Wert hier eben auf Value zeigt. Und wir können jetzt beispielsweise sagen, dass wir über die Referenz eben diesen Wert 42 um 5 erhöhen. Und den geben wir dann zu guter Letzt noch auf der Konsole aus. Und das bedeutet dann eben, dass wir den Speicherbereich für diese Variable hier geändert haben, indem wir nicht einen Pointer eingesetzt haben, sondern hier diese Referenz. Was ist die Besonderheit von Referenzen? Beziehungsweise, wenn wir genau sind, rede ich eigentlich hier von sogenannten L-Value-References in C++. L-Value-References sind letztendlich nichts anderes als Referenzen auf sozusagen Werte, die eben links von einer Zuweisung sehen können. Also wir haben hier ja offensichtlich eine Zuweisung und diese Referenz zeigt jetzt eben auf diese Variable hier, die eben links einer Zuweisung sein kann und deswegen hier L-Value für Left Value in der Langform und das heißt einfach nichts anderes als, hier könnte beispielsweise ein Feld stehen oder eine Variable, so wie wir es hier haben. Alles, was man eben Werte zuweisen kann, ist letztendlich ein L-Value. Wir kommen später noch dazu, was denn ein sogenannter R-Value ist, also ein Write-Value und die dazugehörigen Referenzen. Da schneiden wir dieses Thema mal ganz kurz an, aber R-Value-References sind etwas komplizierter als L-Value-References. Deswegen schauen wir uns die bloß noch kurz an. Wenn Sie dann tiefer einsteigen möchten, müssen Sie bloß in die R-Value-References googeln. Nichtsdestotrotz, schauen wir uns die Syntax nochmal genauer an. Wir geben hier einfach ein kaufmännisches Und an und zack, haben wir hier eine Referenz. Das heißt, dieses Ding schaut tatsächlich, wenn wir uns nochmal kurz den Stack visualisieren, wir haben hier eben als Teilabschnitt, also ich lasse natürlich wieder alle anderen Sachen weg, wir haben hier eben unseren besagten Value, ist ein Int, steht 42 drin. Was wir jetzt hier haben, ist eben diese Reference to Value. Ich kürze das jetzt mal hier ab. Das ist eben eine Int-Referenz. Ich kann kein kaufmännisches Und machen hier. Das ist ja schon blöd. Ja, das ist in der Tat nicht so gut. Also ich schreibe hier ein K dahinter. Das soll aber eigentlich ein Und sein für kaufmännisches Und. Und was das hier ist, ist tatsächlich wieder ein Zeiger und er zeigt jetzt eben hier auf dieses Element im Stack. Also im Prinzip genauso wie ein Pointer. Und das Wichtige ist, ich habe auch in der Disassembly nachgeschaut, eine L-Value-Reference ist nichts anderes als ein Pointer, also ist im Prinzip das gleiche, wie wenn ich hier in Stern const schreibe. In diesem Fall. Eine L-Value-Reference ist einfach ein Pointer, der nicht umgebogen werden kann, der aber noch einiges an Syntactic Sugar mit sich bringt. Was sehen wir hier? Wir brauchen diese Referenz nicht zu dereferenzieren, um den Wert dahinter zu bekommen. Ja, also wenn wir die Referenz über ihren Variablennamen ansprechen,
dann gilt die automatisch als dereferenziert. Wir brauchen keinen Point, hier keinen Stern davor schreiben, damit wir sozusagen auf den Inhalt, auf den dieser Pointer zeigt, hier runter zu kommen. Punkt 2 ist dann eben auch, also wir haben dann üblicherweise einfach bloß den Punkt, um eben auf Members eines bestimmten Objekts zuzugreifen. Also wenn wir hier eine Reference haben, to Object, nenne ich mal diese Variable. Ich kann dann einfach mit Punkt, wie ich das eben aus C-Sharp auch gewohnt bin, dann auf die Member dieses Objekts zugreifen und dann hier eben beispielsweise die Methode DoSomething aufrufen. Und der nächste Punkt ist eben, dass ich dadurch mir auch einige Sachen vereinfachen kann. Wir haben hier auch die Möglichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel in sogenannten Range-Based For-Loops, aber zu dem Thema werde ich, glaube ich, gleich erst kommen. Ich wollte bloß noch mal kurz wirklich verdeutlichen, welchen Vorteil jetzt hier eben Referenzen im Vergleich zu Pointern haben. Also ich mache hier eben erstmal eine Call-by-Value-Funktion, in der ich eben eine Nummer kriege und die erhöhe ich eben hier mal um 5 und gebe dann diese Zahl hier auf der Konsole aus und wir schauen uns das mal an, wie das hier aussieht. Wir können jetzt hier eben Call-by-Value aufrufen und hier diesen Value tatsächlich übergeben und hier wird eben von dieser Stack-Variable eine Kopie für diese Methode erzeugt, die hier eben verändert wird. Und wenn ich jetzt hier eben den Wert mal ausgebe, dann landen wir hier hier bei 47 und hier trotzdem bei 42. Warum? Weil das hier einfach kopiert wurde. Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Was wir hier jetzt eben machen können, ist, dass wir den Pointer dereferenzieren und hier 5 erhöhen. Und wir geben dann mal hier die Number aus. Entschuldigung, jetzt habe ich das Constant wieder falsch rumgesetzt. Ich kann es mir aber auch nicht merken. So. Genau, also ich möchte den Zeiger nicht umbiegen können, das war eigentlich mein Punkt. Und ich kann aber auf den Speicherbereich dahinter zugreifen. Und auch das sehen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze hier läuft. Call by variable reference with pointer. Hier gebe ich eben value an und muss hier ein und noch vorne hinschreiben, damit ich hier tatsächlich die Adresse zurückgebe. Und dann gebe ich natürlich hier nochmal value raus, damit wir das hier wirklich nochmal verdeutlicht haben, was denn hier eigentlich passiert. Und jetzt machen wir eben mal call by reference with reference. Das heißt, wir kriegen hier einfach eine Int-Referenz rein. Und was wir jetzt machen müssen, ist einfach so. Gut, dann rufen wir auch diese Methode noch auf und geben hier einfach den Value rüber. Und wir sind hier eben jetzt, wenn wir durch diesen Code mal durchdebuggen, wenn wir Call-by-Value aufrufen, dann sehen wir eben hier, dass wir... Oh, ich bin leider im Release-Build. Einen Moment, ich
muss nochmal in den Debug-Modus, damit wir hier ordentlich durchdebuggen können. Wenn wir hier diese Methode aufrufen, kriegen wir hier zwar auch den Wert 42 und wir erhöhen den und geben dann 47 aus. Aber wenn wir eben zurückkommen, sind wir Call-by-Value spezifisch eben wieder bei 42. Warum? Weil einfach bloß dieser Wert kopiert wurde für diesen Parameter hier oben. Ja, dann bei Pointern sind wir eben hier in dem Punkt, dass wir hier tatsächlich eben eine Referenz auf diesen Abschnitt im Stack übergeben. Und wir müssen hier aber explizit dereferenzieren, um hier eben auf diesen tatsächlichen Speicherbereich zugreifen zu können. Und wir geben hier dann eben tatsächlich auch diesen Speicherbereich aus. Und wenn wir hier zurückspringen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich hier diesen Bereich im Stack geändert haben. Wir haben hier jetzt also die 47 nach diesem Methodenaufruf drin stehen, statt vorher die 42. Ja, und dann kommen wir eben zu Referenzen. Und hier ist eben der Punkt ganz einfach, dass ich so tue, als würde ich wie Call by Value übergeben. Also die Syntax ist komplett gleich. Ich schreibe hier eben Methodenbezeichner hin und dann als Parameter gebe ich einfach Value an, ohne dass ich hier noch die Adresse übergeben müsste. Und wenn ich hier jetzt eben mit F11 in diese Funktion springe, manipuliere ich aber tatsächlich den Speicherbereich, der hinter dieser Variable hier liegt. Das heißt, wir sehen, hier steht tatsächlich 47 drin. Ich erhöhe nochmal auf 52, gebe das Ganze aus und wir sehen hier aber keinerlei Syntaxunterschied zur Variante mit Call by Value, wo wir einfach den Wert eben für den Parameter kopieren. Und das ist eben der Vorteil, manche sehen es auch als Nachteil an, von References in C++. Wir kriegen damit Call by Reference hin, ohne dass wir wirklich an der Syntax, wie wir innerhalb der Methode jeweils mit einem Wert umgehen, tatsächlich etwas ändern müssen. Wir sehen hier eben nochmal an diesem Beispiel, dass wir komplett gleich sind mit dem Stack-Abschnitt, den wir hier manipuliert haben. Und die Syntax bei diesen Varianten ist eben so, dass ich nirgendwo hier dereferenzieren müsste. Also wenn ich, wie eben schon erwähnt, eben mit References statt mit Pointern arbeite, kann ich immer den Punktoperator verwenden, so wie wir es eben auch in C# gemacht haben, anstatt beispielsweise hier den Pfeiloperator, mit dem ich ja dereferenziere und dann den Punktoperator aufrufe. Also das ist ja nichts anderes, als dass ich sage, Punkt, Object, das hier ist genau gleichbedeutend mit dem Pfeiloperator. Und das ist eben die Einführung zu den References gewesen. Wir schauen uns in den nächsten Videos nochmal etwas genauer an, wie wir References noch einsetzen können. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.